Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Storage Hunter Simulator. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, es gab ein kleines Missgeschick und zwar habe ich blöderweise, und das muss ich leider gestehen, habe ich blöderweise, lass mich kurz gucken, wann habe ich das gemacht hier, 9.34 Uhr, das ist jetzt glaube ich, ne? Mittwoch, 9.34 Uhr, Ja, genau. Ja. Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Storage Hunter Simulator. Schön, dass ihr mit dabei bist. Ja, ihr seht, ich stehe gerade vor einer offenen Tür und zwar gab es das obligatorische Hallo und Guten Morgen. Das gab es von meiner Seite. Blöderweise bin ich auf den Ausschalter gekommen von meinem Aufnahme-PC und war dann relativ, etwas erstaunt, dass ich das Ganze dann doch relativ schlecht gemacht habe. Und somit 5 Minuten, waren es 5 oder 6 Minuten, meine Aufnahme zerstört habe, weil ich auf den Ausschalter gekommen bin, ich hält. Wie ich das geschafft habe, frag mich bitte nicht. Ich weiß es selbst nicht. Ja, ich bin irgendwie mit dem Fuß an den Rechner gekommen. Und keine Ahnung. Achso, ich kann aufmachen. Was ist da drin? Okay. Sehr schön. Ja, wie gesagt, blöderweise habe ich die Aufnahme zerstört. Aber wir haben gemeinsam das Ganze gekauft. Oh, habe ich das sofort verkauft? Okay. Ich habe gedacht, das wäre eine Badewanne, die ich... Okay. Ah, es gibt wieder Sachen, die ich nicht nutzen kann. Na gut, muss ich dann doch in die Stadt. Level 2. Okay, ist auch für Level 2? Level 3 sogar. Gut. Also wir laden das im Endeffekt ein, was wir verkaufen können. Alles andere nehmen wir jetzt mit und bringen es dann einfach zum Experten. Das Ganze hier hat mich um die 1000 gekostet, 763 Euronen gekostet. Ja, dementsprechend Elektronik. Das gehört zur Elektronik, okay. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es zu Elektronik gehört, aber hey, wir lernen ja nie aus, ne? Trotzdem werden wir das verkaufen, auch wenn wir hier nicht die Helden in der Elektronik sind. Also die Sachen kann ich nur mit 3. Also lila, also ist es lila oder ist es pink? Magenta. Pink. Ich würde sagen pink, ja. Pink kann man ab Level 3 und dieses lila können wir, das da lila können wir ab Level, oder blau-lila können wir ab Level 2. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir ein kleines bisschen das Ding auch skillen. Aber kriegen wir alles hin. Ihr seht, ich bin ein bisschen durch den Wind, denn ich habe damit nicht gerechnet, dass ich die Aufnahme kaputt mache, ich hält. Ja, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich so leid. Ich weiß nicht, was mich da getrieben hat. Ja, ist ja klar, jetzt komm. So. Irgendwie. Es wird schon irgendwie halten. Ich muss bloß bis zu... Perfekt. Na, ja, das ist noch der Ball. Ball. Super, guck mal. Läuft. So, einmal außen rumfahren. Dann gucken wir nochmal rein. Wenn du einmal den Faden verlierst, ne? So, wir haben nach wie vor ein Gegenstand. Wo ist der an? Da ist er. Ah, das ist der hier. Guck mal. Nebendran geworfen. Rein theoretisch Verlust, aber wir wissen, wir haben keinen Verlust. Denn wir haben ja noch Sachen, die wir erforschen müssen. Beziehungsweise bewerten lassen müssen von den Experten. So, ich bringe das alles mal hier bei uns ins Lager. Dann holen wir den Spaß gleich wieder raus. So, bitte einmal Store from Truck. Dann holen wir uns die Sachen später raus, die wir brauchen. Wir holen uns schnell die Kiste. Und dann fahren wir schnell zum Analysieren lassen. Beziehungsweise, ihr wisst, ich bin so... Ich liebäugel damit, dass wir uns das nächste Level von diesem Werkzeug selber kaufen. Von diesem Analyse-Tool, ja. Dafür müsste aber mehr Geld da sein. Ah, es ist da hin und her gerissen. Was haben wir hier drin? Wir haben drin eine gewöhnliche Feldflasche. Nein, eine Blendgranate. Wie geil ist das denn? So, und wir haben einmal einen Kerzenhalter. Na, ist okay. So, einmal zu. Nehmen wir mit. Können wir auch bei uns gerade reinpacken. Wir verkaufen fleißig. Das ist schon mal sehr gut. Denn wir brauchen Kohle-Ole. So, der steht ein bisschen blöd. Den muss man hier anhupen. Das geht gar nicht.
Und einmal hinein in die gute Stube damit, weil die können wir alle selber, weißt du? Das können wir alle selber entwickeln, da müssen wir nur die zwei gucken, ja? So, lass mich mal kurz schauen, ob wir vielleicht doch den Schritt wagen oder nicht. Was haben wir denn an Geld? 2,5. Ja, Frage ist beantwortet, 2,5. Machen wir. Die legendäre Sachen, die lassen sich ja kaum verkaufen, ne? So, Tab. Tab haben wir gesagt, Tagebuch haben wir hier, das ist erledigt, ja. Tab, wir hätten gerne ein Werkzeug. Das hier hätte ich gerne, jawohl. Das nächste ist 8000, das heißt, wir packen hier beides auf Level 3, ne? Und dann haben wir da auf jeden Fall schon mal einiges gemacht. Alles weitere weiß ich nicht. Also den holen wir raus, den und den. Und dann können wir doch hier, pass auf. Perfekt, guck mal. Bitteschön. Und schon haben wir Geld gespart. 3 Gegenstände? Hier. Wieso? 3 Gegenstände? Irgendwas verpasst? So, ich bin weiter hier rüber. So, oh, wir haben was Gutes verkauft. 375 Ruhm. Huah. Was war das denn hier? Huah. Was war 375 wert? Habe ich irgendwas verpasst? 375, was haben wir denn verkauft? 1400, was haben wir denn verkauft? Die Kamera steht doch noch da. Habe ich irgendwas verpasst? Irgendwas haben wir verkauft und, Sollen wir, jetzt kann man nicht mehr handeln. Ist okay. Gut. Ihr seht, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, nach wie vor. Ist okay, gut. Dann haben wir hier, das hier. Nehmen wir mit. Ja, läuft doch, Leute. Läuft doch. Ja, das nächste wäre 8000 für das Analyse-Tool. Aber ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall das nächste Auto vor uns. Und das wollen wir doch machen, hier, das nächste Auto. Ja, ab 5000 gibt es das neue Auto, dann können wir den hier verkaufen. Dann schauen wir uns das Ganze an. Ach, guck mal, ein neuer Dude. Ein Dude mit Hut. Uff, echt jetzt? Das da hinten ist ein Cash-Automat. Das ist Level 2. Gut, hier gibt es einen Degen. Ist der legendär? Gut, egal. 3, 2, meins, deins. Kriegen wir hin. 2,55 geht schon gut los. Venga! So, guck mal, wir verkaufen hier gerade. Level 29. Das geht nur über die Zeit, ja? Dass du hier hochlevelst. Aber du musst halt viel kaufen, viel verkaufen. Venga! Kennt ihr noch die Venga Boys? Die gibt es, glaube ich, immer noch, die Venga Boys, ne? So, 24. Lass mich kurz gucken. 24, wenn wir jetzt nichts verkaufen. Bin ich mal gespannt. 24. So. Ja, du kriegst auf jeden Fall, kriegst du, wenn du Aktionen hast, kriegst du auf jeden Fall dann Geld. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist alles nix hier. So, den können wir hier vertickern, hier. Zack. Also ich finde es jetzt schon gut, dass wir das haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt kannst du nämlich hier selbst, guck mal hier, zack, reparieren, Degen hier, feuerfrei. Das finde ich schon wirklich praktisch, das hat sich gelohnt, das Tool. Auch das andere Tool hat sich gelohnt, dieses Reparatur-Tool. Ja, das ist Level gut, ist gut. Ja, darf man nicht vergessen. So, was haben wir hier? Gewöhnliche Truhe. So, was haben wir hier noch? Hier. Knickknack. Okay. Na, das ist doch sehr schön. Aber ist es es wert? Im Moment sehe ich es noch nicht. Machen wir auf. Was haben wir hier noch drin? Also was das uns jetzt an Geld spart und vor allem an Fahrzeit, ja, das muss ich schon sagen, das hat sich gelohnt. Ja, wenn wir das Level noch auf Dinge hochkriegen, auf dieses Pinkene, dann haben wir auf jeden Fall hier einiges geschafft. Alles unbekannt. Gut, haben wir. Perfekt, oh, perfekt ist es. Perfekt ist cool. Ui. Perfekt ist wirklich gut. So, das da. Das packe ich mal dahin. So, das da packe ich da in die Kiste. Na, komm her.
Na, ist was rausgefallen hier? Gut, dann haben wir das hier. So, dann den mal gucken hier. Und dafür müsste ich jetzt irgendwo hinfahren, wisst ihr? Das ist jetzt schon, das muss ich wirklich sagen, das ist der Exchange-Dubi, den haben wir auch schon gehabt. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass wir das so machen. Opa. So, wir gehen mal hier hin. Ob er das erkennt, 13 Gegenstände, die sind alle da. Machen wir mal kurz wegfahren. Das ist alles das, was wir in den Laden packen können. Das gibt uns wieder schöne Euronen. Gut, guck mal an. Das haben wir doch hier gut gemacht, würde ich sagen. Und haben immer noch 2,7. Natürlich hätte ich jetzt Bock auf die 8000, auf das Analyse-Tool. Das spart uns doch schon einiges. Wieder, was verkaufen wir denn gerade? Kriegen wir den noch? Das war knapp, du. Das war knapp. So, einmal alles einladen. So, und da haben wir nämlich nur die zwei. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist dann okay. Wenn du dann kannst du das, wie gesagt, damit im nächsten wäre noch besser. Ach, die Kanone haben wir verkauft. Ui, die Kanone haben wir verkauft. Sehr schön. Den haben wir da immer noch stehen, ja? Was haben wir denn verkauft? Haben wir da noch einen legendären gehabt? Ach, das Bild haben wir verkauft, ja? Wo war denn das gehangen, das Bild? Weiß ich gar nicht. Ja, platziere du ruhig. Ja, platziere du ruhig. Was haben wir denn? Ich glaube, wir haben alles, ne? So, dann pack mal das hier aus. Das nehmen wir mit. Einmal Hobby. Perfekt. Beides der gleiche Händler. Dann brauchen wir da nicht so oft fahren. Ja, mit 8000 hätten wir das im Griff. Aber tendenziell würde ich sagen, wir gucken, dass wir als nächstes das Auto holen. Wobei, ohne Blödsinn, das Analyse-Tool auf Level 3, das wäre halt schon klasse, ne? Weil dann brauchst du nämlich gar nicht weg. Jetzt kostet uns nämlich jedes Mal tierisch Zeit, dorthin zu fahren. Und wir bezahlen Geld, ne? Und da reicht es, wenn wir dann auf legendär machen. Ich glaube, das machen wir. Und dann holen wir uns das Auto. Aber jetzt halte ich mal den Sappel und mach mal kurz einen Cut. Ich habe mir übrigens überlegt, ob wir dann gleich eine Auktion machen. Noch hier in der Region. Bietet sich ja an, wenn wir gerade da sind. Ja. Weil diesmal wird es eine kurze Folge, weil mir die ersten 5-7 Minuten fehlen. Von daher gesehen machen wir vielleicht noch eine Auktion hier, dass sich's rechnet. Servus, einmal 80, überleg mal. 160 hätte ich jetzt gespart. Ja. Und die Fahrzeit. Das muss man schon sagen. So, pass auf. Auktion, was haben wir denn hier? What's in the box? Perfekt. Die nehmen wir. Jetzt muss ich bloß Gas geben. Ist aber nicht weit, das ist gerade hier ums Eck, das ist sehr gut. Dann haben wir das nämlich auch gemacht. Dann haben wir noch eine Auktion. Ja, und wir haben ein paar Euronen wieder zusammen. Also dementsprechend bin ich zufrieden. Ihr seht mich wirklich zufrieden aus der Wäsche gucken. Und wenn wir jetzt noch das andere Zeug verkaufen, ihr wisst, was ich meine, diese Kamera, dann haben wir noch mehr Geld. Ja, dann haben wir fast das, was wir investiert haben, wieder raus. Und das macht dann schon ein bisschen was her, ne? So. Oh, passt perfekt in Zeit. Ist Level 2. Was haben wir denn? Ein Tisch, den wir verkaufen können. Wir haben das hier, was wir verkaufen können. Das ist ein Sofortverkauf. Wir haben den Rolli. Puh, wir haben eine Truhe. Und was hat da hinten noch? Ein Fahrrad. Der gucken wir einfach mal an. Okay. Naja, gut. Carol! Okay. Hans ist wieder da. Der Zachi. Yes, du fahrst. Mr. Megaschnauzer ist auch da. Oh, die gehen hoch. Das rechnet sich doch gar nicht mehr, oder? Okay. War knapp. Du hast vielleicht überboten bestimmt? Oder nicht? Nee, ist unser. Ob 386 gerechtfertigt sind, werden wir sehen. Das ist alles Sofortverkauf. So, komm her, den nehmen wir mal. Ui. Ja, so machen wir das. Genau so machen wir das. Einfach mal alles quer durch die Gegend schießen hier. Was haben wir hier? Ein Hammer. Oh, ein Hammer. Guck mal an. Und was haben wir hier? Eine Schüssel.
Guck mal, wie weit der rollt hier. Wo willst denn du hin, Kollege? Wo möchtest du denn hin hier? Hat ja keiner gesagt, du sollst gehen. Ja. So, dann haben wir den Schrank. So, pack den mal auf hier. Ich würde ihn nämlich dann einfach mal, war ja klar, so hindrehen und oben drauf legen. Mach mal auf hier. Na, vielleicht packe ich einen Ticken rüber. So. So, so vertraue ich dem. Jetzt fahr ein Stückchen vor. So, Licht kann man eigentlich ausmachen. Ist egal. Da ist gerade was drin. Das heißt, die kleinen Sachen hier, wie Buch oder so, die packe ich wieder ein. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir wollen hier noch ein paar Punkte machen. Und ich verkaufe das Ganze, so wie es gerade ist, verkaufe ich einfach bei unserem Verkäufer hier. Das wäre so eine Möglichkeit. Vielleicht machen wir das auch, dass wir einfach alles hier verkaufen, um einfach hier ein paar Punkte zu bekommen. Ah, sag mal her, ich packe das hier unten drin, komm her. Weil aktuell unser Lade ist voll, das ist okay, wisst ihr, was ich meine? Und dementsprechend, vielleicht nicht so tragisch, wenn wir das bald hier verkaufen. Wenn der Kollege auf hat, wenn wir so schnell sind, das ist nämlich die nächste Frage. Noch sind wir nämlich meilenweit davon entfernt, guck mal. Gott sei Dank muss ich die Hand nicht nochmal, weißt du, da muss ich jedes Mal, das macht sich schon bezahlt, muss ich schon gestehen. Sagen wir mal das Ding hier zu. So, sagen wir mal ein hier, das stellst du da vorne hin, zack. So, den Tisch, einfach da hinstellen, scannen. Also wir haben unser Geld verdient, muss man gestehen. Geld haben wir gemacht. Hopp, halt. Och. Echt jetzt? Also, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich habe so hier mit dem Spiel extreme Probleme mit der Tiefenwahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob ich einfach einen Knick in der Optik habe. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl hier, da siehst du nicht viel. So, was haben wir denn noch hier? Einmal ein Koffer. Koffer nicht kaputt, Koffer gut. So, den packst du dahin. Das ist da, was du da neben dran packen kannst hier. Zack, bitteschön. Und dann haben wir noch last but not least einmal das Trainingsfahrrad in gut. So, das packst du mal dahin. Also, ich hätte jetzt behauptet, in der normalen Physik wäre das Ding stehen geblieben. So. Also das Fahrrad geht mir schon die ganze Zeit irgendwie auf den Sack. Darf ich das so sagen? Guck mal, es fällt, egal wie du es stellst, es fällt runter hier. Glitsch dich doch fest, du. Oh, jetzt. Gut, jetzt ist er für das runtergefallen. Ist egal, dann packe ich, wo ist das Ding jetzt? Hier. Dieses komische Etwas hier. Dann leg oben drauf, hier, zack. So, guck mal, ob da noch was ist. Einmal die Taste Alt. Nein. Kriegen wir das noch hin? 8. Ja, nee, ist klar. Du mich auch. Du mich auch. Ohne Blödsinn. Du mich auch hier. So. Die Frage ist, kriegen wir das noch hin, dort zu verkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Probieren kostet nichts. Guck mal, die stehen da. Ist hier wieder ein Stau. Ach, guck mal, wie viele Autos zusammengefahren sind. Ja, ich hoffe, ich gehe davon aus, sie werden das irgendwann mal fixen. Aber es ist schon, ja, ne? So, meine Hoffnung ist, dass der noch auf hat. Wenn er nicht auf hat, dann kommt es bei uns ins Lager. Dann ist es so. Dann hat das Schicksal definiert, was wir machen und was wir nicht machen. So. Noch steht er da. Noch kann ich mit ihm sprechen und ich verkaufe dir alles. Level 15. Buja, mein Freund. Buja. Habe ich da noch irgendwas rumfliegen lassen? Nee. Okay, gut. Natürlich kriegen wir nicht so viel Geld wie woanders, aber naja, immerhin. Alles gemacht, alles verkauft. Das ist okay. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Ich will kurz vorbeifahren, gucken, ob ich noch irgendwas verloren habe.
damit es ganz durch die Gegend geflogen ist, will ich ganz kurz mal gucken, ob da noch was liegt. So, einmal Taste Alt. Taste Alt, da ist nix. 900er, also 600, ja, nicht ganz. 500 haben wir gemacht, oder? Das ist 500, finde ich gut. So, liegt da noch irgendwo was auf der Straße? Nee. Ah, okay, gut. Dann einmal zurück ins Bettmobil. Zurück nach Hause, meine Freunde. Und ich hole euch dann dazu, wenn ich kurz im Laden vorbeigehe und nach dem Rechten gucke. Bis gleich. Wir sind zurück in Blueberry. Und suchen Barry White mit seinem Blackberry. Hohohoho. Gut, komm, lauf mal schnell. Wir sind Level 29, das ist gut. Wir haben nach wie vor die Kamera, die sich hier nicht verkaufen lässt. Ja gut, die wird irgendwann kommen. Hier haben wir 0. Okay, wir haben alles rausgeholt. Ich denke, das ist jetzt vorbei. Dass die noch da steht, ist okay. Gut, ist es. Ja, hier ist wieder alles leer. Sieht jedenfalls mal so aus, ja. Lagerkapazität, ich verstehe nicht ganz, warum er mir das so nicht anzeigt, aber gut. Einmal zu. Gut, das heißt, da haben wir noch ein paar Sachen. Im Lager ist natürlich nichts mehr. Wir haben 5400. Ihr seht, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich wollte eigentlich uns das Auto gönnen. Andererseits brauchen wir jeden Dollar, gerade aktuell, für Auktionen. Deswegen müssen wir gucken. Wie gesagt, das nächste Auto wäre das hier. Alternativ dazu hätte ich natürlich gerne hier das da für 8000, ja. Weil dann haben wir beides Level 3 und wir können alles reparieren auf gut und haben alles analysiert inklusive Pink. Und wann kommt mal legendär? Ihr wisst, was ich meine, ja. Das ist relativ selten und auf perfekt reparieren, naja. Von daher gesehen bin ich mir noch nicht ganz sicher, welche Richtung wir einschlagen werden. Ja, wird schwierig, aber kriegen wir auch hin. So, einmal L wie Licht, bleib da, du bleibst hier stehen. Einmal E wie aussteigen oder E wie einfach. Gut, wir haben Mittwoch, 5400 Poneten. Wir haben noch ungefähr 2000 im Laden stehen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall mehr Auktionen müssen wir machen. So, wir beenden den Tag um 10.36 Uhr. Sehr schön. Wir haben 3 Auktionen gemacht, 38 Gegenstände bekommen. Wir haben einmal getankt, wir haben für 7.298 Dollar Sachen verkauft, haben im gleichen Zyklus 3.964 ausgegeben. Der beste Gegenstand, was wir verkauft haben, war das Gemälde, was übrigens legendär war, ja, für 1.494. Die Kanone haben wir verkauft heute, also wir haben heute einiges gemacht. Gut, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke, wenn ihr mehr Content sehen wollt. Auch ein Kommentar wird meinem Kanal sehr helfen. Das heißt, ich springe in die nächste Folge und bedanke mich, dass ihr meine Gäste wart. Diesmal kurze Folge, nächste Folge wird wahrscheinlich wieder normale Länge sein. Bis dann, danke, tschüss.